Hi Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video in einer ziemlich strange Location. Ich sitze bei uns im Garten. Es ist, Moment, 21:45 abends, Sonntagabend. Und ich habe gerade ziemlich viele Gedanken, ne? Von denen ihr aber ziemlich viele nachvollziehen könnt, weil sie oftmals auch schon auf YouTube waren. Und die möchte ich genau heute und jetzt mit euch teilen. Das geht jetzt an alle, die mich schon letztes Jahr im Sommer kannten. Das dürften grob 1500 gewesen sein, circa, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht auch 1400, irgendwie so um den Dreh. Und all die Leute, die da dabei waren, haben mitbekommen, wie ich damals gesagt habe, hey, ich bin mit dem Kanal unzufrieden. Ich möchte irgendwie das Konzept ändern. Let's Plays sind jetzt langweilig und private Dinge gehen vor und so weiter. Und dann habe ich angefangen, meinen Kanal umzustellen. Eher so Videos, so einzelne Videos gemacht und so weiter. Das Ganze habe ich aber, glaube ich, nach circa 4 Wochen wieder revidiert, mache seitdem Let's Plays und ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, auf dem Kanal auf einem Level angekommen, womit ich sehr zufrieden sein kann. Und das bin ich auch, trust me, der Kanal läuft gerade so, wie er es noch nie tat, sagt man das so, wahrscheinlich schon, und ich genieße es wirklich sehr. Mir geht es aber jetzt gar nicht darum, wie sich der Kanal entwickelt, sondern was aus meiner Person geworden ist. Und ich weiß, ich gebe mir heute vor allem vor Leuten, die mich persönlich kennen, ich gebe mir sehr die Blöße, weil ich viele Dinge sage, die halt teils doch viel über mich aussagen, viel über meinen Charakter, über mein Denken preisgeben und vor allem halt Leute, die mich persönlich kennen, die werden mich danach vielleicht mit einem anderen Blick sehen oder mir dann vielleicht mal irgendwie meinen blöden Spruch stecken, wer weiß, oder mich darauf ansprechen oder keine Ahnung, aber das ist es mir wert. Ich finde, das sind Gedanken, die man öffentlich teilen kann und ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht der Einzige auf dem Gebiet bin. Deswegen dachte ich, mache ich es mir erstmal im Voraus. Keine Sorge, am Kanal wird nichts geändert. Aber was ich so witzig finde, es war einfach genau, also wirklich auf den Tag genau, vor einem Jahr, als ich, obwohl nicht auf den Tag genau, ich weiß nicht, aber heute ist bei uns Open-Air-Kino, weil hier so Stadtfest und so weiter ist. Und genau letztes Jahr, auch in der Nacht des Open-Air-Kinos, hat bei mir diese Unzufriedenheit angefangen. Das war, weil ich damals halt meine erste Freundin, in Anführungszeichen, kennengelernt habe, auf jeden Fall ein Mädchen kennengelernt habe und ich mir gesagt habe, hey, ich probiere jetzt mal eine Beziehung und so weiter. Das Ganze war dann nicht so wirklich glorreich, sage ich mal. Das Ganze ging relativ nach hinten los. Ich habe schnell gemerkt, Beziehung ist nichts für mich. Ich habe dann sozusagen nach 6 Wochen musste ich das Schluss machen. Ich habe sie dadurch verletzt, worauf ich heutzutage nicht stolz bin. War keine coole Aktion. Egal. Das ist aber nicht das Thema. Aber man merkt, genau vor einem Jahr, genau zu dieser Zeit, zu dieser Hochsommer, Juli, August Zeit, wo es eigentlich allen am besten geht, gefühlt, es ist warm, man kann raus, es sind viele Events und so weiter, da zieht es mich eigentlich immer am meisten runter. Das muss ich ganz ehrlich so zugeben. Und letztes Jahr war das neu für mich, weshalb ich auch so unvoreingenommene Schlüsse gezogen habe, wie das Kanalkonzept ändert und so weiter. Aber jetzt, genau ein Jahr später, genau zur selben Zeit habe ich dieselben Gefühle wie letztes Mal. Bloß dieses Jahr habe ich den Vorteil, dass ich eben genau die Erfahrungswerte aus letztem Jahr mitnehmen kann. Oder gesagt schon habe und deswegen ganz genau weiß, es ist eine Phase, die 4-5 Wochen andauern wird. Und spätestens Ende August ist das Ganze wieder vorbei. Das ist wirklich jetzt nur im Hochsommer. Und ich möchte euch erzählen, warum das Ganze so ist. Mal abgesehen von dieser, ja, sechswöchigen Beziehung in Anführungszeichen, was ich nicht als wirkliche Beziehung bezeichnen würde, hatte ich in meinem Leben noch nie eine Beziehung. Und das ist eine Erfahrung, der ich sehr oft nachtraure. Und genau das ist es jetzt eben, was jetzt genau jetzt stattfindet. Genau jetzt gerade wieder. Und das war auch genau so letztes Jahr. Und deswegen dachte ich letztes Jahr, komm, ich pack's an, ich gehe mal in eine Beziehung, aber das war nicht so, dass ich gesagt habe, das ist die richtige. Das war eine Beziehung, weil ich mir gedacht habe, hey, eine Beziehung ist das, was mir fehlt. Deswegen probiere ich es jetzt. Und das war einfach genau falsch. Und dass ich dabei noch einen Menschen wehtun musste, war nochmal doppelt schlimm. Aber warum ist das so? Warum hatte ich noch keine Beziehung? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht der wie soll ich sagen? Ich glaube, ich entspreche nicht dem Stereotypen eines coolen Mannes, sage ich mal. Ich bin teils sehr verrückt, ich bin ziemlich aufgedreht, ich sehe vielleicht auch nicht so wirklich erwachsen aus. Ich meine, nicht umsonst werde ich in Streams immer auf 17 geschätzt, obwohl ich 20 bin. Ich glaube, ich bin nicht so dieser typisch Junge. Ich weiß, das sind nicht viele, aber so denke ich von mir selber. Und ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich habe einfach große Ziele. YouTube ist eine
so eine unglaubliche Lebensleidenschaft von mir. Und auch Handball ist etwas, was mich unglaublich erfüllt. Zusätzlich dazu habe ich noch meine Jungs, mit denen ich immer wieder was machen kann. Und ich führe ein super glückliches Leben. Warum habe ich jetzt also immer in dieser Sommerzeit diese Down-Momente? Warum liege ich da oft abends, nachts im Bett und denke mir so, irgendwie bist du gar nicht so zufrieden mit allem. Wobei, wenn man das Ganze faktisch abzählt, ich eigentlich mit allem zufrieden sein müsste. Es geht einfach ganz genau um das, was ich jetzt gerade in dem Moment mit euch mache. Jemanden zu haben, mit dem man ganz offenherzig, mit dem man ganz ehrlich über alles reden kann. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, macht das doch mit deinen Jungs, aber ihr wisst es selber. Eure Kumpels sind eher die Leute, mit denen ihr die Zeit verbringt, mit denen ihr einfach nur Spaß habt, mit denen ihr einfach über irgendwas diskutieren könnt, aber so wirkliche, wie soll ich sagen, echte, gefühlsintensive Diskussionen kommen da meistens nicht zustande. Ich glaube, das ist bei Mädchen anders, obwohl ich das nicht einschätzen kann, aber ich sag mal, mit seinen Jungs verbringt man eher eine coole Zeit, als irgendwelche sentimentalen Gespräche zu führen. Und ich glaube, sowas macht man eben hauptsächlich als Junge, entweder mit einer so besten Freundin forever, keine Ahnung, oder eben mit seinem Partner. Dieses BFF forever, so die eine, der ich alles immer erzählen könnte, die habe ich nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch nicht standardmäßig, dass jeder sowas hat. Und dann kommt eben so mein Gedanke, hey, wenn du möchtest jetzt einfach mal über gewisse Themen reden, aber du hast niemanden. Und dann frisst man das immer wieder in sich rein. Man möchte gerne was erzählen und frisst es in sich rein. Und das ist das, was einen so Stück für Stück nachdenklicher macht. Ich glaube, nachdenklich ist der richtige Begriff. Und vor allem im Sommer ist es, glaube ich, so stark, weil sowieso es sehr warm ist. Die Motivation, wirklich sich aktiv zu bewegen, egal ob es Handball ist oder sich aktiv geistig zu betätigen, sei es jetzt YouTube, ist, also die Motivation ist nicht so hoch, weil es eben so warm ist. Man viel spitzt und einfach insgesamt die Produktivität, glaube ich, im Sommer ein bisschen zurückgeht, weil der Körper eher in diesen Chiller-Modus übergeht. Und dann eben, jetzt gestern war ich eben auf dem Sommerfest bei uns in der Stadt und man sieht so viele glückliche Pärchen und man sieht Leute rumlaufen und natürlich kommt dann immer wieder ein Gedanke so, boah, hätte ich auch gern, wäre eine coole Sache. Und das ist eben jetzt, wie gesagt, genau im Sommer so. Spätestens Ende August, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, wenn für alle wieder der Ernst des Lebens beginnt, wenn die Ferien vorbei sind und so weiter und alles wieder so ein bisschen, ich sag mal, die alles wieder ein bisschen produktiver wird, dann sind die Gedanken auch ganz schnell wieder weg. So wie es eben auch letztes Jahr war. Also letztes Jahr hatte ich auch, wie gesagt, Juli, August, genau diese nachdenkliche Phase. Und dann ab September war das wieder alles vorbei. Deswegen denke ich, ist es jetzt auch gar kein großer Stress. Und vor allem, da YouTube gerade so läuft, macht mir das gar keine Gedanken. Handball macht auch super Stress. Also wie gesagt, wenn man alles aufzählt, aus was meinem Leben gerade besteht, kann ich nur zufrieden sein. Ich kann nur zufrieden sein. Und trotzdem bin ich es ab und zu nicht. Aber meistens eben abends, wo es ruhiger wird, wo das ganze Leben in der Stadt ruhiger wird, man eben anfängt nachzudenken. Es ist ja normal, dass man abends sentimental ist, tagsüber. Tagsüber ist man beschäftigt, tagsüber ist was los, da ist der Kopf abgelenkt. Abends wird es ruhiger, man begibt sich langsam zum Bett und dann fängt der Kopf an nachzudenken. Und ja, das wollte ich euch einfach sagen. Ich wollte es einfach mit euch teilen, ich wollte es rauslassen. Ich habe aktuell nicht diese BFF Forever oder einen Beziehungspartner, mit dem ich drüber reden kann. Deswegen mache ich es mit euch. Ob das der richtige Weg ist, das in die Öffentlichkeit zu tragen, wo es jeder nachschauen kann, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber es muss einfach raus. Es muss einfach raus und vielleicht ist ja jemand für euch in einer ähnlichen Situation. Ich habe das Ganze heute auch mal so auf Twitter geschrieben, dass ich jemanden kennengelernt habe, also ein Mädchen und ja, es war eigentlich alles super und dann hat sie so gemerkt, dass ich eben so, ja, auf YouTube so aktiv bin und komischerweise, genau nachdem sie es erfahren hat, ist der Kontakt auf einmal auf mysteriöse Weise immer weniger geworden, ein bisschen abgebrochen hat. Whatever. Ist okay, habe ich keinen Stress mit, weil wenn irgendwann die Richtige kommt, dann wird sie das auch akzeptieren, vielleicht sogar unterstützen, was auch immer, weiß ich nicht. Oder vielleicht, bis ich die Richtige finde, mache ich YouTube schon gar nicht mehr so. Whatever, ne? Aber das war einfach wieder so ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein kleiner Seitenhieb, den man halt kurz mitnimmt, der in ein, zwei Tagen wieder vergessen ist, aber das sind jetzt alles eben so, wie gesagt, einmal dieses Sommerfest gestern, dann, wie gesagt, dieser Kontaktabbruch mit einer, wo ich dachte, hey, das könnte vielleicht was werden, es hat sich gut angefühlt, das sind alles so Sachen, die jetzt gerade alle so reinspielen, warum ich jetzt an diesem Sonntagabend, wo es eigentlich super läuft, wo der Kanal super läuft, wo wir super Handball gespielt haben am Wochenende, wo ich dann trotzdem abends jetzt hier sitze und genau dieses Video aufnehme.
Es ist verrückt, aber diese Gedanken wollte ich einfach mal rauslassen. Und einige von euch werden jetzt vielleicht schreiben, Hübi, nimm dir eine Pause von YouTube. Du überarbeitest dich vielleicht, du erzählst immer von Produktivität, aber überarbeitest dich. Aber ganz ehrlich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, aber das ist es nicht. Wenn ich an YouTube arbeite, kann ich nämlich meinen Kopf ausschalten. Ich vergesse die Sorgen, die in meinem Kopf sind und es tut mir sehr, sehr gut, an YouTube zu arbeiten. Also ich glaube nicht, dass eine YouTube-Pause dazu führen würde, dass es mir besser geht, weil das ja nichts an dem Status ändert, dass einfach noch niemand da ist, mit dem ich da so offen und herzlich und intim, sag ich mal, drüber reden kann. Das habe ich letztes Jahr probiert. Ich habe letztes Jahr gemerkt, das ist es nicht. Dementsprechend möchte ich es dieses Jahr nicht nochmal machen. Und wie gesagt, man muss es einfach sagen, man muss es einfach zugeben, der Stein rollt gerade ganz gut auf YouTube. Und ich werde deshalb mein Arbeitspensum nicht zurückschrauben. Ich werde es auch nicht erhöhen. Ich werde weiter bei meinen 2 Videos am Tag bleiben oder ein Video, ein Stream oder vielleicht auch nur mal ein Video. Also ich werde da nichts verstärken. Ich werde das genauso weiterlaufen lassen, wie auch immer. Aber wie gesagt, ich saß jetzt heute Abend dran und dachte mir, hey, ich bräuchte jetzt irgendwie jemanden zum Reden. Und scrolle mein WhatsApp durch und sehe, ich habe keinen. Ich habe ganz ehrlich keinen. Jetzt, wie gesagt, das ist jetzt eben so genau dieses Ding, wo ich mir die Blöße gebe. Das werden mit Sicherheit viele Leute sehen, die mich kennen. Weil mittlerweile auch schon viele Leute, die mich kennen, mir ab und zu auf YouTube zuschauen. Sogar einige aus meiner Handballmannschaft schauen schon die Livestreams an und finden die auch sehr cool. Also es ist jetzt nicht so, dass YouTube mittlerweile bei mir irgendwie als was Lächerliches wahrgenommen wird, sondern wirklich einfach als ein Hobby. Und ich zähle einfach mittlerweile schon, ja doch, als eine ganz, ganz kleine Person des öffentlichen Lebens. Und sozusagen ganz, ganz wenige in Deutschland verfolgen das und kennen meine Gedankenwelt. Ich muss aber damit klarkommen, dass es sozusagen einige, die mich persönlich kennen, wissen, wie ich denke. Und da ich eben, wie gesagt, auch überzeugt davon bin, dass diese Phase in wenigen Wochen auch schneller vorbei sein wird, denke ich nicht, dass mich das weiter belasten wird. Ist natürlich, könnte man jetzt sagen, eine Sache, die ich für mich selber behalten kann. Aber es musste einfach raus. Und es fühlt sich auch richtig an. Es fühlt sich jetzt gut an, darüber zu reden. Und jetzt würde ich euch einfach mal bitten, eure Gedanken dazu in die Kommentare zu schreiben. Egal was es ist, helft mir zum Nachdenken. Vielleicht ältere von euch, die älter sind als ich oder im gleichen Alter, können vielleicht ein paar Erfahrungen teilen. Vielleicht selber Leute, die was Ähnliches erfahren haben oder die sich vorstellen können, wie sie mir helfen können. Aber vielleicht auch Jüngere. Jeder Gedanke zählt, egal wie blöd oder nicht blöd er ist. Und ihr braucht jetzt nicht so Sachen schreiben wie, du musst warten, bis die Richtige kommt oder keine Ahnung, gönn dir eine YouTube-Pause. Das sind Sachen, die ich, glaube ich, ganz gut selber steuern kann, wo ich, glaube ich, mich ganz gut selbst reflektieren kann. Allein, dass ich dieses Video aufnehme oder öfters Videos aufnehme und über meinen Charakter rede, das reflektiert mich sehr stark selber und das hilft mir sehr stark dabei, mich selber weiterzuentwickeln. Wo ich einfach gerne euren Rat hätte, ist, was denkt ihr einfach drüber? Was sind eure, habt ihr Erfahrung oder was sind eure Gedanken, die ihr habt, wenn ihr euch jetzt genau das anhört? Das würde mich interessieren und ja, das wäre sehr nett für euch, wenn ihr mir das schreiben könntet. Ich werde jetzt noch die Gender News aufnehmen und dann sehen wir uns. Einen schönen Abend euch, euer Hübi.